Ich wollte hier und so. Ja, genau. Und so. Aber nichts anderes wolltest du. Ey, was man so mag. Hä? Ja, denn ist für ein Auftrag. Boah, und wenn ich es richtig sehe, sind hier wieder Verkaufsstationen. Bitte, oh, das ist gut. Das ist so Zeit. Das ist ganz gut. Gesund. Geschwindigkeit fehlende, Feuerrate fehlende, und wer weiß, Marshmallow Schaden. 1997, das Ding sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem Feuerrate pro fehlendem Auto, ne? Ich will erstmal verkaufen. Den will ich behalten, den will ich behalten. Oder was sind so Okay. Leute? Beim Waffenladen gibt's eine Laserschrot quasi. Eine Laserschrot? Ja, das ist eine Laserwaffe. Aber sechs Schuss, also schießt gleichzeitig sechs mit und hat genau die gleiche Genauigkeit wie eine Schrotflinte. Nämlich quasi gar keine. Also eine Laserschrot. Die hole ich mir jetzt, das meine. Oh, ach nee, die war das, die ich gerade angeguckt habe. Ja. Oh, eine SMG. Er holt sich eine Schrot. Also ich weiß, dass Wilhelm wohl auf Schrot arbeitet. Weil der hat ganz am Start hat er ja eine Schrotgewehr. Okay. Ich habe gestern ja durch den Test habe ich einfach mit Wilhelm mal was angefangen. Ja, und hier die du jetzt spielst, ist es eigentlich fast egal, womit du spielst, aber gerade durch die Fähigkeit ist eine Sniper jetzt nicht die beste Wahl, weil du halt nicht snipern kannst, wenn du deine Fähigkeit benutzt. Okay. Sehr gut. Wir zwei haben da draußen den Karma-Jackpot geknackt. So, das Schild kaufe ich mir auch mal. Oh! Entschuldigung, die Volksfront von Concordia braucht dich dringend. Wir haben noch zu wenig Mitglieder. Ein interessantes Snipergewehr. Würdest du sie abholen? Sie sind. Was hast du denn für einen Sniper gekriegt? Eine Feuerwaffe könnte übrigens ganz nützlich sein. Also ich hätte hier eins Schaden 84, Genauigkeit 92,2, Feuerrate 1,2, Ladegeschwindigkeit 4,0, Magazingröße 8, Schockschaden 18,9 ja. Und Schockchance 30%. Nehme ich gerne. Meins hatte nur 70 Schaden ohne Elementar und sowas. Allerdings hätte ich hier auch eine Handgranate, aber die Handgranate ist ehrlich gesagt uninteressant. Ja, für mich war die Handgranate ganz gut. Die macht nämlich bei mir 258, 50 Feuerschaden pro Sekunde. Okay, die Zündzeit von 0 ist schon interessant. Hä, was hab ich denn hier? Warum unterhalten sich gerade andere Spiele mit mir? Wer unterhält sich mit dir? Ach, bei mir kam gerade eine Meldung über irgendein Update vom anderen Spiel. Achso. Erfolge Klasse Gladiator, Feuerschaden plus 15. Ich habe jetzt eins drin, das bringt mir maximal Gesundheit und Ladegeschwindigkeit. Das ist besser. Waffenschaden ist ja einerlei. Und mein Schild möchte ich updaten. 185, 19, 3, 24. Weil das Schild, was ich hatte, war Schrift. So, ich kicke mal eben das Ding hier rüber. Das ist ja jetzt für Stufe 9. Ja, ich dachte, das wäre auch Stufe 9. Ja, ja, ich meine Granate auch. Willst du die haben? Was hast du denn für eine Granate? Also eine Granate mit 258 Schaden. 638 Explosionsradius, Zündzeit 0,0. Jo, nehme ich gerne. Und 50 Feuerschaden pro Sekunde zusätzlich. Ja, nehme ich immer gerne. Huch, das war falsch. Ich wollte das wegwerfen. Ich kann sagen. Oh ja. Ich bin nämlich nicht so ein Granatenwerferfreund. Ja, ja, Zündzeit 0,0 stimmt aber nicht. Ich glaube, nach dem ersten Aufkommen oder sowas. Ach so, er hat Level 9. Deswegen habe ich den noch gar nicht. Ah, okay. Ich dachte gerade, hä, was hat er denn? Warum braucht er so lange? Ja, oh. Yeah, warte mal hier. Heilstation übrigens, ne? Heile ich mich mal eine Runde.
4 Minuten Zeit für den nächsten. Hol Rekrutenplakate ab. Ja, das müssen wir mit dem Auto machen, ne? Ja, das müssen wir mit dem Auto machen. Und da wir danach wahrscheinlich die auch wieder verteilen müssen, weil sonst wird die 4 Minuten ja nicht viel Zeit, viel Sinn machen, sollten wir beide uns ein Auto schnappen und dann die Punkte unabhängig voneinander abfahren. Weißt du, wie ich meine? Können wir dann wahrscheinlich... Weißt du, was ich mich gerade frage? Ja. Steig du mal, du hast ja die Mission angenommen, ne? Ja. Wenn ich jetzt in ein Auto einsteige und losfahre, zählt dann der Timer? Oder zählt er nur, wenn du in ein Auto einsteigst? Nee, der zählt wahrscheinlich sogar erst, wenn wir die Plakate abgeholt haben. Ach so. Weil sonst wird er jetzt schon runterlaufen. So, wo müssen wir die denn abholen? Da unten. Soll ich gleich auf die andere Seite der Brücke fahren? Weil ich hab so das Gefühl, dass wir auf die andere Seite der Brücke die hinbringen müssen. Also, ich habe das Gefühl, dass wir eh... Aua, was war das? Also mir zeigt er die Mission hier hinten an. In die Richtung. Wie komme ich in die Richtung? Fackel sie ruhig ab. Das würde mir bei den anderen ganz doll plus. Ah, hier ist eins. Oh, abgeschlossen und. Ich Dummchen, ich hab den Schlüssel hier. Aber wir haben keine Zeit. Steigt durch das Oberlicht ein. Ach, da müssen wir auch noch aussteigen, oder was? Sieht so aus, ja. Warte mal, wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin jetzt bei der Brücke schon, weil ich eigentlich dachte, dass das schneller geht mit dem Einsammeln von dir. Nein, warte mal, ich stehe ja an meiner Mission. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich sitze doch im Fahrzeug. Genau. Und weil ich halt davon ausgehe, dass dieses danach weitergeht, indem wir hier woanders hin müssen, nämlich auf der anderen Seite der Brücke. 4 Minuten haben wir nicht immer noch nicht angefangen. Ja, weil ich noch kein Plakat zerstört habe. Was, Dachfenster aufbrechen, hol Rekrutenplakate ab, verbrenne Plakate der rivalisierenden Partei. Gut, warte, ich mache hier nochmal ein paar Sachen auf. Oh, hier hinten ist noch ein Zeichen. So, da komme ich nicht hoch. Ich spring jetzt mal. Wo komme ich denn aufs Dach am besten hoch? Achso, was ich hier gerade sehe, was ganz witzig ist, wenn du hier so über den normalen Mond so rüberläufst und fährst und sowas, ab und zu fallen hier mal Meteoriten vom Himmel, die machen Schaden. Ach, nett. Die können dich auch treffen. Es ist zwar relativ unwahrscheinlich, weil die sehr klein sind, aber sie könnten das. Weißt du, weil die Sauerstoffrate bei 50% ist, weil der Sack mich hier nicht hochspringen lassen. So. So, ich schieß das. Da wirst du wohl auch mit dem Sprung wahrscheinlich so Dachfenster, oder? So, Dachfenster ist im Arsch. Ich hab die Plakate. Zeit vergessen. Jeden Moment fängt ein Volksfront-Vorstandsmeeting an und ich kriege riesen Ärger, wenn ich nicht über irgendwelche Aktionen berichten kann. Schnell, ich markiere auf deinem Echo, wo die Plakate hin sollen. Ach, guck mal, direkt neben mir. Das ist ja schon mal praktisch, dass ich hier stand. Ja, hier komme ich auch wieder raus. So, ich habe keine O2 mehr. Ist auch nicht schlecht. Ich fahre jetzt mal in deine Richtung. Gut aus, danke. Beeilung, es gibt noch mehr Orte, an denen wir das Feuer der Revolution entzünden wollen. Los! Konzerne sind so... Lauf, ich gebe dir Feuerunterstützung. So, jetzt weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Nee, ich keine Zeit, uns hier mit irgendwelchen kleinen Jungs da. Ich glaube, einige sind einfach nicht fürs blutige Politikgeschäft gemacht. Oh, das klingt brutal. Theoretisch müsstest du mir nachfahren, weil wir hier nämlich Gegner haben. Toll, ich hab mich zum. Ach doch, da ist was zum Anzug. Das wollte ich gerade sagen. Ich kann die Fässer gar nicht kaputt machen, Plakate. Seid ihr jetzt alle tot oder nicht? Oder was? Verdammt.
Stirb, du blöder Badass. Toll, ich bin jetzt mit meinem Auto abgestürzt und komme hier nicht raus hier mit dem Auto. Das Problem ist, ich habe hier Gegner ohne Ende anscheinend. Ja, ignorieren, weiterfahren. Wir haben nicht viel Zeit, wir haben nur zwei Minuten. Was heißt weiterfahren? Ich muss hier aussteigen, du Heini. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mal, wie ich hier hochkomme. Was ist das denn hier? Boden-Luft-Raketenwerfer, ja herrlich. Wie soll ich das jetzt machen? Was soll ich denn hier machen? Ich stehe doch schon auf dem Scheiß hier. Achso. Du musst entweder Plakate anbringen oder abfackeln. Ich glaube, die Mission können wir gleich nochmal machen. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, wenn man da steht und komplett angegriffen wird von allen Seiten. Okay, worauf ich... Ich bin auf dem Eissee gefallen. Gabby sagte, wir sollten die Plakate in der Stadtmitte aufhängen, damit die Leute sie sehen. Aber da würden sie nur abgerissen. Und wir haben die hier. Meine Fresse, gehen wir nicht auf die Eier. Wenn ich es so bedenke, hatte Gabby eine Menge schlechte Ideen. So, hier ist auch noch eine Mission. Eins hier. Ich habe dein Auto übrigens gesehen. Ich weiß gar nicht, warum du nicht wieder rausgekommen bist. Weil ich auf der anderen Seite von so einem Hügel lag und jetzt so hoch war, um da einfach mal rüber zu fahren. Toll, was soll ich hier machen? Andringen, da muss jetzt irgendwo an der Außenwand. Ich hab das Fass gefunden. Wohin denn jetzt? Da hinten hin. Fahr doch über diese blöde Brücke, ey. Ich werd ja nicht mehr. Ich werd ja weich. Bist du da? Schaffst du es rechtzeitig? Die Volksbefreiungsarmee wird hier so schnell keine neuen Plakate aufhängen. Hoffe ich. Geh zum schwarzen Brett, dann zahle ich dich. Was machst du da? Mit dem Auto in die Gebäude reinfahren, was denkst du? So, warte mal, ich habe mal einen Haufen Kram eingesammelt. Ich will mir das jetzt mal angucken. Ich behalte. Kann weg. Ist theoretisch genauer, macht 43 statt 39 mal 2. Hat aber auch weniger Magazin, macht keinen Sinn. Ist nicht so gut, ist nicht so gut. Verkaufen, wenn man denn schon mal in so einem Automaten ist, ne? Deswegen wollte ich den eigentlich ja gar nicht verkaufen. Wollte ich noch behalten, falls der andere hier Mist ist. Töten! Ey, sag mal, wo kamen die denn jetzt noch hergeflogen? Ich will gar nicht wissen, wie viel Mondstein wir inzwischen übersehen haben. Da liegt nämlich nochmal wieder ein fetzen Mondstein. Ja, genau, jetzt spawnt über mir auch noch so eine Pissbacke. Ich werd ja auerweich. So, und jetzt oben am See. Wo bin ich denn vorhin rübergefahren? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Hier liegt der Mondstein. Unter meinem Vorderrad. Unter deinem Vorderrad, auch nicht schlecht. Ja, hier stand ich doch die ganze Zeit und hab hier rumgefeuert wie so ein Irrer. Genau. Hier habe ich rumgefeuert wie so ein Irrer. Hier sind so viele Heinis, hier muss doch irgendwas Interessantes sein. Außer so ein verkackter Badass. Den ich jetzt überfahre. So viel zum Überfahren. Wo ist er denn?
der liegt da oben. Auch nicht schlecht. Du hast den Badass geklaut. So, noch irgendwo irgendwelche Gegner. Die komische Fliegehunde hier. Was bist du denn für eine komische Sacknase? Froster Heini. So, ist bei dir da oben war da irgendwo was Interessantes? Nö. Einfach mal gar nichts. Obwohl da so viele Gegner ankamen. Ein bisschen Geld, ein bisschen Munition und eine grüne Waffe, die scheiße war. Hier ist ein Sauerstoff, Heini. Wollen wir den mal aktivieren, falls wir hier wieder herkommen? Oh, mach doch. Oh, hier liegt auch eine Waffe. Die aber nicht ganz so gut ist. Ein Schild? Reduziert Schaden von Explosion. Und ein Pilz, der mich einfrostet. Auch nicht schlecht. So. Diesmal hat's geklappt. Beim letzten Mal warst du zu schwer. Deswegen war mein... Ja, ich war zu schwer. Genau. Diesmal hat's jetzt geklappt. Es muss ja an irgendwas liegen. Du konntest beim letzten Mal einfach nur nicht fahren. Oder du warst einfach zu schwer. Alter, ich bin hier eine Gazelle. Weißt du, ich bin so ein Hauch von einem Reh. Und du willst mir sagen, ich bin zu schwer? Ja, du bist zu schwer. Ich hau dir nicht an. Keine Sekunde zu früh, gerade kommt Karen. Nein! Oh, doch noch richtig gesprungen. Ich dachte, ich lande in der Lava. Lass es glutenfrei. So, Level up. Hier drin war ja nochmal irgendwas zu verkaufen, ne? Ja. Steig doch mal aus. Danke, mein Freund. Das passt sich ja gerade ganz gut, dass wir hier sind. Aber ganz gut, dann verkaufe ich es doch mal eben. Eine, zwei Muni pro Schuss. Wer denkt sich denn so ein Mist auf? Aus. Auf. Genau. So, das passt sich ja gerade, dass wir hier sind. Dann würde ich sagen, warten wir nochmal zwei Minuten, machen eine Aufnahmepause. Dann skill ich vorher nochmal, werde ich... Oh, ich kann mir hier was aussuchen. Ich verbrauche zwei Muni pro Schuss, was soll denn? Oh, Schaden von 56, Genauigkeit 72,7, Feuerrate 5. Warte mal, das ist doch garantiert wieder so ein Level 11. Ja, ja, die letzte Quest, die mit viel, wofür wir noch 4 Minuten Zeit hatten, war eine Stufe 11 Quest. Ja, nee, ist klar. So, skillen wir dann nochmal eben. So, ich mach jetzt mal... Gesundheitsgenerationsrate Rang 1. Aha. Fehlst du Stress? Das sind eigentlich die Rifles, die ich mag. Wo du schön einzelne Schüsse mit pro Mausklick abgibst. Und das Ding ist auch enorm genau. Ja, das sieht auch zu geil aus mit deinem rotierenden Lauf da. Wieso ist das so einer, der sich dreht? Ja, das sieht man hier sogar richtig. Also ich sehe es richtig. Ja, wenn ich nicht zoome, sieht man es auch. Das ist geil. Ja. Ich weiß gar nicht, haben die hier mehr Effekte reingebaut? Mit diesen Waffen? Ich dachte nur, dass es bei dem zweiten Teil nicht so ganz funktioniert hat. Doch, doch. Im Multiplayer. Dass man das nicht so sieht. Ja, ich weiß, dass es welche gab, aber ich dachte, da wäre das so, dass es im Multiplayer, dass man sich nicht drehen sehen hat. Das weiß ich nicht. Also, das weiß ich wirklich nicht. Weiß ich auch. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es gefällt euch und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sage bye bye. Ciao.